Herzlich willkommen zu Teil 18 der Reihe über Matrizen. Heute sprechen wir über Kern und Bild linearer Abbildung. Wir haben in der letzten Folge besprochen, dass lineare Abbildungen durch Matrizen repräsentiert werden können. Und heute führen wir eben die Begriffe Kern und Bild ein, die sehr wichtig sind im Zusammenhang mit linearen Abbildungen und eben damit auch im Zusammenhang mit Matrizen. Wir wollen also annehmen, dass die Abbildung F Vektoren aus dem Rn in den Rn abbildet, also aus einem Vektorraum in einen anderen Vektorraum abbildet. Und das Bild einer linearen Abbildung ist dann die Menge aller Vektoren im Zielbereich der Abbildung. Das heißt, aller Vektoren W aus dem Zielbereich Rn, sodass es mindestens, also aus dem Zielvektorraum Rn, sodass es mindestens ein V aus dem Rn gibt mit F von V gleich W. Soll heißen, wenn wir ein beliebiges W aus dem Vektorraum Rn nehmen und uns fragen, ob das im Bild der linearen Abbildung F liegt, dann liegt es genau darin, wenn wir in der Lage sind, ein V zu finden, eines reicht, es gibt auch oft mehrere, aber eines reicht, sodass eben F von V gleich W ist. Das ist das Bild. Der Kern einer linearen Abbildung ist die Menge aller Vektoren V aus dem Ursprungsbereich, aus dem Ursprungsvektorraum, die auf den Nullvektor abgebildet werden. Das wäre also, dass hier das W gleich 0 ist. Das heißt, aller derjenigen V, die auf den Nullvektor abgebildet werden, durch die lineare Abbildung. Wir hatten in der letzten Folge ein konkretes Beispiel, wo ein Vektor V auf den Nullvektor abgebildet wurde. Es lässt sich zeigen, das tun wir hier nicht, aber es lässt sich leicht zeigen, dass Kern und Bild einer linearen Abbildung jeweils selber Vektorräume sind. Was bedeutet, eine beliebige Linearkombination von Vektoren aus dem Kern liegt wieder im Kern und eine beliebige Linearkombination von Vektoren aus dem Bild liegt wieder im Bild. Zu Linearkombinationen verweise ich nochmal auf meine Vektorreihe, auf meine Videoreihe, Entschuldigung, Vektorrechnung und analytische Geometrie. Man beachte, dass bei einer Abbildung F aus einem Vektorraum U in einen Vektorraum V der Kern F ein Unterraum des Quellraumes, also U, ist, und Bild F ist ein Unterraum des Zielraumes, also V. Beide Vektorräume sind nicht leer. Sie enthalten immer mindestens den Nullvektor. Sonst wären sie auch keine Vektorräume. Jeder Vektorraum enthält den Nullvektor. Es gilt ja immer für jede lineare Abbildung, dass F angewendet auf den Nullvektor ergibt. Also ist der Vektor 0 im Kern. Das wäre hier. Denn er ergibt immer den Nullvektor als Ergebnis. Das heißt, er ist im Kern der Abbildung. Und der Vektor hier rechts, was ja auch der Nullvektor ist, aber diesmal im Zielvektorraum, der ist immer im Bild, denn er wird immer durch mindestens einen Vektor erreicht, nämlich durch den Nullvektor. Man beachtet, dass hier zwei verschiedene Nullvektoren sozusagen sind. Der ist in dem einen Vektorraum und der ist im anderen Vektorraum. Und das heißt, im Bild ist auch mindestens immer ein Vektor, nämlich der Nullvektor selber. Das heißt, die sind beide nicht leer, sie enthalten beide immer mindestens mal den Nullvektor. Um das Ganze etwas klarer zu machen, habe ich hier ein Bild versucht zu zeichnen. Abgesehen von der fragwürdigen Farbwahl stellen wir uns hier links den Quellbereich vor. Das blaue Rechteck soll also der Ursprungsvektorraum sein. In dem Fall stellen wir uns den als zweidimensional vor. Das magentafarbene Rechteck hier ist der Zielvektorraum. Stellen wir uns auch als zweidimensional vor in dem konkreten Beispiel. Und jetzt haben wir durch die Abbildung F wird hier ein beliebiger Punkt zu einem, also ein Vektor aus diesem Vektorraum in einem Vektor in dem Zielvektorraum abgebildet. Ich habe jetzt hier natürlich nur einige Pfeile gezeichnet, damit wir überhaupt noch irgendwas erkennen können. Also es werden immer Vektoren aus dem Ursprungsvektorraum in den Zielvektorraum abgebildet. Die grüne Ellipse, die ich hier gezeichnet habe, die repräsentiert das Bild, also alles, was in der Ellipse liegt, sind die Bildvektoren. Alles, was hier außerhalb liegt, also der Bereich hier, liegt nicht im Bild. Das ist ein Teil des Vektorraumes, des Zielvektorraumes, der eben nicht im Bild liegt. Und alles, was hier drin in dem grünen Bereich liegt, liegt im Bild, repräsentiert durch hier ein paar Punkte. Aber natürlich alles, was hier drin liegt, soll das Bild sein. Und dann haben wir noch die Frage, was ist der Kern? Wir haben hier links auch diese braune Ellipse in dem Fall. Und alle Vektoren, die von dem Kern ausgehen, die sollen auf einen konkreten Vektor, nämlich den Nullvektor, abgebildet werden, der hier in der Mitte durch diesen schwarzen Punkt repräsentiert wird. Also ist der Kern eben das Objekt hier links, der Ausschnitt aus dem Quellbereich, der auf den Nullvektor abgebildet wird, und das Bild ist der Bereich hier rechts, dieser grüne Bereich, der eben überhaupt angenommen wird als Ergebnis der linearen Abbildung F.
da die da Kern und Bild Vektorräume sind, kann man ihnen eine Dimension zuordnen. Die Dimension eines Vektorraumes entspricht der Anzahl der Basisvektoren, das heißt der größtmöglichen Menge linear unabhängiger Vektoren in diesem Vektorraum. Und es gilt dann ein wichtiges Ergebnis aus der linearen Algebra, das zitieren wir hier nur, um es zu beweisen, das ist der sogenannte Rangsatz. Und der sagt aus, dass für eine lineare Abbildung von Rn in Rn gilt, dass die Dimension des Kernes plus die Dimension des Bildes immer gleich n ist. Man beachte nochmal, der Kern ist ein Objekt aus dem Ursprungsvektorraum und der Bild ist ein Objekt aus dem Zielvektorraum. Trotzdem gilt immer diese Aussage, wie sie eben hier steht, dass die Summe der beiden Dimensionen n ist. Die Dimension des Bildes, also was hier rechts steht, das wird auch als Rang von f bezeichnet, als Rang der Abbildung und damit auch der Matrix, die f repräsentiert. Und wir werden über den Rang noch ausführlich sprechen, meistens bezeichnet mit RG oder auch ausgeschrieben als Rang. Wir haben jetzt also Kern, Bild und Rang einer linearen Abbildung kennengelernt. Matrizen können wir als Darstellung linearer Abbildungen auffassen und dann übertragen sich diese drei Begriffe, Kern, Bild und Rang, unmittelbar auch auf Matrizen. Und wir werden dann in der nächsten Folge lernen, wie man den Rang einer Matrix bestimmen kann. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und damit hat man über den Rangsatz natürlich dann auch sofort die Dimension des Kerns der Matrix bzw. der linearen Abbildung bestimmt. Also wie gesagt, in der nächsten Folge beginnen wir mit der Rangbestimmung von Matrizen. Vielen Dank.